Die Journalisten bitten Don Enrico, wie man ihn hier nennt, zu einer letzten Fotoaufnahme. Sie erinnert an ein 50-jähriges ruhiges Leben in diesem Städtchen, Bariloche, das man gelegentlich die argentinische Schweiz nennt. Anfangs fand er Arbeit als Maitre im Hotel Bella Vista. Dann kaufte er diesen Laden. Es war die beste Wursthandlung des Ortes. Er war freundlich und sehr korrekt. Er war wirklich ein guter Nachbar. Wir wohnten im Viertel Belgrano. Er war ein Herr. Krieg ist Krieg. Du musst töten oder du wirst selbst getötet. Krieg ist Krieg. Hier wohnte ein Herr. Als Freund der Familie war er fabelhaft. Er kümmerte sich gar nicht um Politik. Er befasste sich nur mit seinem Laden, seiner Wurstwarenhandlung. Er hatte mit null angefangen, in Buenos Aires als Kellner geschuftet, dann in den Hotels von Bariloche gearbeitet, bis es ihm gelang, den Laden zu kaufen. Deutsche, Italiener und Franzosen kauften bei ihm ein, weil er stets frische Ware hatte. Er war berühmt. Priebke mit dem deutschen Botschafter und dessen Frau beim Besuch der Schule. Mit Carlos Oliveres, dem Bürgermeister von Bariloche, im Jahre 1994. Es war der Konsul, der mir Priebke vorgestellt hat. Er sagte mir, das sei ein wackerer Mann von bescheidener Herkunft, der mit einer Wurstwarenhandlung angefangen und es zu einer wichtigen Position gebracht hat. »300 Unterzeichner rufen zur christlichen Verzeihung auf und wenden sich gegen das Vergeltungsprinzip. Die Petition wird in einem Lokalblatt, Bariloche heute, veröffentlicht. Chefredakteur Facundo Grane macht sich zum Wortführer der Fürsprecher des NS-Manns mit dem Slogan Errico Priebke, der gute Nachbar, den jedermann kennt.« Erich Priebke, nato a Berlino, Germania, il 29 luglio 1913, già capitano delle SS. Se lei potesse parlare. Direkt mit Priebke sprechen könnten, was würden Sie ihm dann sagen? Ganz einfach. Ich möchte eine Fernsehkamera mit einem hübschen vergifteten Pfeil und den möchte ich ihm in die Schläfe jagen. Nichts weiter. Ich fordere, die Wahrheit zu ermitteln und diese kann nur zur Verurteilung Priebkes führen. Für mich ist es schon ein Privileg, dass ihm überhaupt ein Prozess gewährt wird. Bekäme ich ihn nur für 5 Minuten in die Hände, wäre der Prozess vorbei. Sind auch Sie einverstanden? Absolut. Das Gleiche für die Enkel, den Söhnen, weil alle krank sind. Aber es gilt Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht wahr? Ja, für mich sehr wohl. Auch für Sie? Ja, auch für mich. Aber es sind 50 Jahre vergangen. Das hat nichts zu bedeuten. Verlangen Sie Gerechtigkeit oder Rache? Wir verlangen Gerechtigkeit und Rache, denn ein Mann wie dieser gehört auch nach 50 Jahren noch an die Wand gestellt. Und dann war es eine Rückkehr. Und dann in diesem Alter, ich bin 73, in diesem Alter erlebt man seine Kindheit wieder. Die ganzen Nachrichten, schon eine Woche lang geht es mir schlecht. Das Grübeln, der Wille, jemanden umzubringen. Ich habe mir tatsächlich gesagt, jetzt gehe ich hin, weil ich es meinem Vater schuldig bin. Dann sage ich mir, nicht aus Rache, aus Gerechtigkeit, nein, doch aus Rache. Sie tun ihm zwar nichts, da bin ich mir sicher, aber wenn ich ihm Böses antun kann, so will ich das. Er gehört verurteilt. Jetzt, wo man ihn herbeigeholt, viel Geld ausgegeben und Aufwand betrieben hat, soll man ihn ja nicht gehen lassen. Hier geht es darum, einer historischen Periode und einer Ideologie den Prozess zu machen. Ein Stück geschneiden. Dieses tragische Ereignis in den adriatinischen Höhlen hat, sagen wir die Sklaven, nicht nur die Juden betroffen, sondern die italienischen Bürger, die sich in Rom befanden. Die Juden bildeten eine Minderheit unter den Getöteten. Wir sagen, ist es uns denn so wichtig, Priebkes Blut fließen zu sehen? Für mich ist das gar nicht wichtig.
Wichtig ist, dass die Ideologie Priebkes, die Ideologie des Nazismus, definitiv angeprangert und verurteilt wird. Priebke wird nie wie ein menschliches Wesen behandelt. Weil er kein Mensch ist, weil er meiner Meinung nach keine Menschlichkeit besitzt. Ich habe ihn stets als Individuum bezeichnet, nicht als Menschen, weil sich ein Mensch nicht so benimmt. Ich erkläre eine Fortsetzung des Verfahrens gegen Priebke Erich für unstatthaft angesichts der mildernden Umstände, darunter Artikel 62 bis des Strafgesetzbuches sowie Artikel 59 Nummer 1 des Militärstrafgesetzes, welche die erschwerenden Umstände aufwiegen. Da das Delikt wegen eingetretener Verjährung nicht bestraft werden kann, wird die sofortige Freilassung des Gefangenen verfügt, sofern er nicht aus anderen Gründen inhaftiert ist. Die Sitzung ist beendet. Er hat gesagt, wir sollten, wenn unser Gewissen uns dies vorschreibe, hier bleiben und Herrn Priebke nicht herausgehen lassen. Genau dies werden wir auch tun. Ihr Schweine! Du Schwein, wir kriegen dich! Wir kriegen dich, du Schwein! Wir kriegen dich, du Schwein! Sein Verteidiger und das Gericht, welches auf Freispruch entschied, sind praktisch Gefangene. Verantwortung liegt einzig und allein bei den Richtern, nicht beim italienischen Staat. Der italienische Staat ist hier und rebelliert. Er rebelliert. Der Gerichtsvorsitzende Quistelli und die anderen Richter waren stundenlang in ihren Räumen eingeschlossen. Hier hat sich eine wirklich groteske Lage ergeben. Nach Vermittlung einiger Jugendlicher und der Ankündigung der Regierung, Priebke wieder zu verhaften, kehrt im Gericht Ruhe ein. Der ehemalige SS-Hauptmann wird nach Regina Zöhle überstellt, wo er jetzt inhaftiert ist. Was wird das Wiesenthal-Zentrum tun? Wir werden weiterhin auf Priebkes Verhaftung drängen. Gestern sprach ich mit dem deutschen Justizministerium und im Büro des Bundesministers von Deutschland und verlangte, sofort ein Gesuch auf Auslieferung zu stellen. An wen? An Italien. Und für Italien besteht der einzige Weg zur Wahrung des Gesichts in seiner Verhaftung zwecks Auslieferung. Das Justizministerium informiert, dass die Untersuchungsbehörden gestützt auf Artikel 716 des Strafgesetzbuchs die provisorische Verhaftung Erich Priebkes angeordnet haben. Dies im Anschluss an ein Gesuch der deutschen Justizbehörden um Auslieferung des deutschen Bürgers Priebke wegen Mordes und Beihilfe zum Mord.